Das Berufsförderungswerk Mainz ist eine Einrichtung der beruflichen Rehabilitation. Das heißt, Menschen mit einer Behinderung, die ihren angestammten Beruf nicht mehr ausüben können, machen hier eine berufliche Umschulung, orientieren sich beruflich neu. Und das seit dem Ende der 60er Jahre bereits inklusiv. Das heißt, Menschen mit und ohne Behinderung kommen ins Berufsförderungswerk Mainz und lernen Berufe des Gesundheitswesens. Das heißt im Wesentlichen Podologie, Massage und Physiotherapie. Ich habe eine Sehbeeinträchtigung und ich sehe ungefähr noch 5%. Und ich mache hier Ausbildung zum Physiotherapeuten. Ich habe hier meine physiotherapeutische Ausbildung abgeschlossen. Ich bin hochgradig schwerhörig auf beiden Ohren seit meiner Geburt. Bin eigentlich auch sehr auf Lippen angewiesen. Zu uns kommen im Wesentlichen Menschen mit einer Sehbehinderung oder Blindheit. Das ist der Ursprung dieser Schule als Spezialeinrichtung für Blinde und Sehbehinderte. Seit einigen Jahren haben wir auch Spezialkurse in der Physiotherapie für Hörgeschädigte. Grundsätzlich sind wir aber offen für Menschen mit allen Behinderungsarten und die lernen bei uns gemeinsam mit Menschen ohne Handicap. Ich habe das Gefühl gehabt, dass ich in meinem alten Beruf nicht mehr so zufrieden war und dass es nicht so funktioniert hat, wie ich es wollte. Also es lag halt einfach an einer Verletzung, die ich damals mal hatte. Und das war halt für mich dann das Zeichen, dass ich was machen muss. Und mit dem Arbeitsamt habe ich zusammen entschieden, dass ich einen neuen Beruf erlernen sollte. Und da bin ich auf den Physiotherapeuten gekommen. Für meine Ausbildung von BFE kriege ich einen Laptop mit Vergrößerungssoftware, kriege ein bisschen Lesegerät, was das nötig ist, und natürlich die Skripten mit einer vergrößerten Schrift. Während meiner Ausbildung habe ich hier gewohnt und hier gibt es auch einen kleinen Fitnessraum. Natürlich kann man sich auch super treffen mit den Leuten. Ist eine ganz große Anlage eigentlich hier. Natürlich kann man auch in die Stadt gehen. Ja, also ganz normale Sachen wie jeder andere auch. Wir bieten Menschen, die wir hier ausgebildet und qualifiziert haben, auch ein reichhaltiges Angebot an Fort- und Weiterbildung in ihren jeweiligen Grundberufen an. Das Besondere am BFE Mainz sind seine Menschen. Wir sind alle normal. Wir sehen nur ein bisschen weniger. Natürlich gab es mal ein bisschen Kommunikationsschwierigkeiten. Er sieht nicht und ich mache das irgendwas mit den Händen. Und er sagt mir was und ich verstehe das nicht. Das ist schon mal ganz lustig, aber es klappt eigentlich wirklich wunderbar. Hier ist es halt so, dass Hörbehinderte und Sehbehinderte sehr gut geschult werden, dass sie einfach da auch gut mitkommen können. Und auch jeder andere kann halt die Ausbildung hier super machen und ist für den Alltag später gut gewappnet.